Hi Leute, hier ist eure Skaldrissa zu einem neuen Part von Let's Play Golden Sun in der Wüste von Suhala, beziehungsweise Suhala Wüste, keine Ahnung jetzt mehr, wie man das nennt. Im letzten Part sind wir in diese Wüste gegangen, auf dem Weg zu Barbies Leuchtturm, beziehungsweise dem Venus Leuchtturm, und wir kämpfen uns mit Regenschauern durch die Sandstürme, sind auch recht angeschlagen und wollen jetzt die Wüste weiter erkunden und hoffen einfach, dass wir nicht verrecken. Und, hier geht es weiter. Und hier ist eine Larve und ein Drache. Moment, das ist ein Drache? Wir gehen mal zu dritt auf den Drachen und einer geht schon mal auf die Larve. Wieso habe ich das geahnt? Na gut, nochmal auf den Drachen, nochmal auf die Larve, dann auf den Drachen und du machst mal... ein tiefes Gebet für Isaac. Aber ein ganz tiefes. So, scheiße. Jetzt bin ich extra zu zweit auf den Drachen gegangen. Da ist der schon weg. Weil ich einfach bei einem Drachen etwas Stärkeres im Blick habe. Na gut, als nächstes Frostbrand und Larve besiegt. Wunderbar, dann können wir ja weitergehen. Ich hoffe nur, wir finden bald mal was, dass wir uns heilen können und... das sieht jetzt nach interessanten Begebenheiten aus. Da war so ein großer roter Sandsturm. Das sieht nach Boss aus. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, weil wir kaum noch was zum Heilen haben. Ich hoffe, wir finden was, dass wir geheilt werden. Huh? What the fuck? Nein, jetzt nicht im Ernst. Oh Gott. Okay, Regenschauer, Regenschauer. Oh nein! Nicht im Ernst. Nicht im Ernst. Toll, wir sind wieder am Anfang der Wüste. Und das heißt, wir dürfen jetzt all die Viecher neu besiegen? Nicht euer Ernst! Nicht euer verdammter Ernst! Okay, ich muss mir irgendwas einfallen lassen in der Wüste von Suhala. So. Mia hat sich nicht geheilt, obwohl sie den Engel aktiviert hat. Das ist seltsam. Na gut, alles auf die Tornado-Echse. Es kann nur unseren Leveln gut tun. Ich werde mich nicht aufregen deswegen. Allerdings sollte ich tatsächlich nochmal zurückgehen und mich heilen. Und ja, Level 24, wir wissen es. Ich gehe am besten nochmal raus. Einfach, um mich zu heilen im Innen. Wenn wir doch schon zurückgeweht werden und alle so scheiße sind zu uns. Blöder Sandsturm. So, ja. Wir möchten uns heilen. Danke. Ach, wie mich das jetzt aufregt. Das bedeutet, diese Wüste wird absolut schwer. Weil wir jetzt erst wieder den Weg zurückfinden müssen und dann noch den Sandstürmen ausweichen müssen. Und sollten wir ausweichen, dann kann ich gleich sagen, dass das richtig scheiße wird. Ja, ich weiß, wir müssen in den Sandsturm. Wir müssen Regenschauer einsetzen, weil wir nicht anders durch die Sandstürme kommen. Und wir müssen die Tornado-Echsen besiegen. Das wird lustig. So, wir greifen an und wir sparen unsere Psynergy gut auf. Wir wissen, dass wir mit normalen Angriffen gut durchkommen, auch wenn es ein bisschen dauert. Gut, wir haben noch eine Wieselklaue gefunden, wunderbar. So. Na gut, hier durch diesen Teil der Wüste sollten wir schnell durchkommen. Ah, Felstrolle, nicht im Ernst. Nicht auch noch die. Die heilen sich jede Runde, das ist scheiße. Na gut, Mia hat sich ihre KP geheilt. Der HP ist mir jetzt auch Wurst. Ah, Mann. Ja, ihr heilt euch und ihr macht auch noch kritische Treffer. Ihr mich auch, ihr könnt mich alle. Ich will einfach nur aus dieser Wüste raus.
Und blinde Gewalt. Ja, toll. Blinde Gewalt. Gut, alle auf den Felstroll. 60 Schaden, 74 Schaden und gewonnen und eine Nuss gefunden und schön und gut und Regenschauer. Und das heißt, jetzt gleich dürfen wir uns einer kleinen Tornado-Echse stellen und los geht's. Gut, 75 Schaden, 86 Schaden, 68 Schaden, 64 Schaden, 83 Schaden. Jetzt macht er auch nochmal einen schönen Angriff. Danke. Unsere nicht vorhandenen KP danken es dir, du mich auch. Komm her. Vor allen Dingen, alles geht auf Isaac, Garrett und Ivan. Und Mia sitzt da mit voller HP und sonstig in ihrem Schatten. Mehr oder weniger. So. Jetzt Regenschauer. Nun gut, nochmal auf die Tornado-Echse. Alles rauf, was wir haben. Nur ganz wenig Psynergy benutzen, damit wir gegebenenfalls welche regenerieren können. Also, damit wir gegebenenfalls genug zum Heilen haben, etc. Da wir ja wissen, dass uns noch ein Boss erwartet, müssen wir sicher gehen. Okay, jetzt nach dem Kampf sollte ich langsam mal heilen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wenigstens ist die Tornado-Echse gelähmt. So. Könnte aber auch mal Items einsetzen. So. Ich könnte auch mal Nüsse verteilen. Wäre, glaube ich, bei dem KP-Level schon besser. Ne, Mia hat noch volle. Ja, wir sind gut aufgestellt. So, nächste Tornado-Echse, nächster Regenschauer. Wenigstens haben wir die Wüste schon einmal durchquert und müssen uns nicht auf Überraschungen vorbereiten. Also zumindest zu einem gewissen Punkt durchquert. Muss man ja anders sehen. So, magischer Mantel. Und Angriff, Angriff, Angriff. Wir schaffen das. Noch etwa eine Runde, dann sind wir damit durch. Achso, auf eine Sache können wir vielleicht auch noch schließen, wenn wir beim Boss sind. Da hier bislang die meisten Gegner auf das Erdelement empfindlich waren, also zumindest die Tornado-Echsen, vermute ich, dass der Boss das auch sein wird. Und yay, Mia hatte ein Level-Up. Und hat auch eine neue Psynergy gelernt? Weiß ich jetzt gerade nicht. Hat sie tatsächlich den Gletscher gelernt. Ein verbesserter Angriff mit Blöcken. Das ist cool. Irgendwie fällt mir auf, dass Ivan die meisten Gins hat. Ich muss unbedingt was dagegen tun. Na gut, jetzt sind wir hier. Zwei Larven. Ah, die benutzen Epizentrum. Wie kacke ist das denn? So. Was mache ich denn da? Der sollte doch auf die zweite gehen, genauso wie Mia. Oh Gott, was habe ich denn da für einen Scheiß gemacht? Na egal. Gut. Hier war es der mittlere Weg. Ja. Jetzt kommt noch eine Tornado-Echse. Angriff, Angriff, Angriff. Das wird hier jetzt nur noch ein schnelles Durchziehen, bis wir wieder an der Stelle sind, wo wir waren. Und dann wird versucht, sich durch die Wüste zu arbeiten. Aber jetzt sind wir tatsächlich über einen Wirbelsturm wieder aus der Wüste geweht worden. Das heißt, die Soldaten aus Tolby sind mindestens bis an diese Stelle vorgedrungen. Ob sie jetzt noch weiter vorgedrungen sind, kann ich jetzt allerdings nicht sagen. Und die Tornado-Echse hat Krankenschaden gemacht. Und erhöht sich noch den Angriff. Das ist schlecht. Das ist nicht gut. Gut. Die wurde allerdings besiegt. Ivan hat jetzt auch sein Level up.
Jetzt haben alle Level 24, das ist gut. Dann setzen wir jetzt mal Wunschquelle ein. Gut. Und Isaac, du setzt nochmal Heilung auf Garrett ein. So. Jetzt sind alle wieder voll. Wunderbar. Jetzt geht's hier entlang. Hier runter. Hoffen wir einfach, dass keine Gegner kommen. Haha, wie auf Befehl. Gut, ihr beide geht auf den Kobold und die anderen gehen auf die Maden. Und dann sollte das Ganze klappen. Aber wir sind dieses Mal wesentlich unbeschadeter durch die Wüste gekommen als vorher. Naja, da hatten wir aber auch nicht solche Gegner vor uns. Na gut, ich besiege zuerst die Maden. Ah, scheiße. Hätte ich das gewusst, hätte ich Isaac wen anders angreifen lassen. Na gut, Ivan ist fast K.O. Isaac, Heilwasser. Hör auf, Ivan. Garrett, Kobold 1. Ivan, Kobold 1. Mia, Kobold 2. Gut. Oh, Mia hatte einen Crit, das ist gut. Ja, und dieser Kobold hat sich jetzt geheilt. Dafür kriegt er jetzt eine ganze Salve von Angriffen, von physischen. Also, der ist fertig. Wunderbar. Ja, da bist du, Boss. Oh nein. Nein, der verfolgt uns ja. Oh, wie scheiße ist das denn? Ah, Säuremaden. Toll, aber wir werden gleich von dem Sandsturm erwischt werden. Das ist schon sicher. Da rettet uns auch keine Zufallsbegegnung. Oh oh, oh oh, oh oh. Nein, der Sandsturm hat uns fast. Oh nö, jetzt hat er uns. Ja, scheiße. Regenschauer, hilf uns. Hau uns nicht wieder raus aus der Wüste. Oh. Sturmechse. Ein Boss. Oh, Kacke. Als allererstes beschwöre ich Strato. Gut, dann als nächstes, macht Garrett Schutz für alle. Du, mein werter Ivan, was versuchst du denn mal? Ja, dann machst du mal Einschlag, um den Angriff von allen zu erhöhen. Und Mia, du machst mal eine leichte Gruppenheilung. Damit wir wieder volle HP mit allen haben, für den Fall der Fälle. Außerdem, du bist ein bisschen langsamer. Ich glaube, dass bis dahin schon der Gegner angegriffen hat. Und du dann gegebenenfalls schon Wunden heilen kannst. Ja, sehr gut. Sehr gut vorausgedacht. Wirklich. Gut, als nächstes haben wir jetzt einen Verteidigungsboost. Er erhöht den Angriff. Gut, dann weiß ich, wie ich weiter zu handeln habe. Gut, als allererstes Strato. Dann als nächstes Fieber, um die Sicht zu trüben. Dann würde ich sagen, na, Paralyse brauchen wir jetzt nicht wirklich. Also würde ich sagen, ich mache mal Brise. Dann als nächstes Geysir, um die Attacke wieder zu schwächen, weil er sich die gerade erhöht hat. Sozusagen den Boost des Gegners aufheben. Das ist, glaube ich, die beste Idee, die wir machen können. Oder zumindest vermindern. Und gleichzeitig hat er noch Schaden bekommen, das ist gut. Und, er ist nicht getrübt worden, das ist schlecht. Na gut, dann als nächstes setzen wir Granit ein, um die Verteidigung weiter zu erhöhen. Garrett, du versuchst mal mit Lohe zu lähmen. Sollte das nichts bringen, werde ich den Gegner versuchen zu paralysieren über Mistral. Und, ich entfessel mal Quelle, damit wir mehr Beschwörungen zur Verfügung haben. Gut, Schutzaura für alle. Er ist nicht gelähmt, das ist scheiße. Na gut, wenigstens die Gruppenheilung hat funktioniert. Und 122 Schaden, das ist ganz gut.
So, wie sieht's mit Beschwörungen aus? 2, 2, 2, 2. Gut, dann können wir ja jetzt noch Kiesel entfesseln. Dann sehen wir auch, was sehr effektiv ist. Gut, als nächstes greife ich mal an. Und dann versuche ich es nochmal mit Smog. Als nächstes werde ich dann mal eine Reihe beschwören. Um dann schon mal ein bisschen mehr Schaden zu machen. Oh, die Täuschung hat auch noch geholfen. Das ist sehr gut. Und wie ich es mir dachte, empfindlich gegen das Erdelement. Das ist gut. Und wir haben dich lange nicht mehr gesehen, Nereide. Also das ist schon mal sehr gut. 205 Schaden, das läuft. Und außerdem haben wir die Wasserenergie erhöht. Deswegen sollten jetzt sämtliche Wasser-Psynergies ein bisschen besser sein. Und ja, das wird uns jetzt auch noch helfen. Gut, dann würde ich sagen, beschwören wir mal Ostara. Ich kann ja die, wir haben ja jeder vier Djinns, scheinbar gibt es noch eine vierte Beschwörungsstufe, wie ich gerade festgestellt habe. Können wir aber zurzeit nicht spielen, weil das ist uns nicht möglich. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass der Gegner entweder nicht trifft oder nicht auf Ivan oder Mia geht. Wir haben Ostara beschworen, dann würde ich sagen, beschwören wir noch Kirin. Wobei ich nicht glaube, dass das wirklich was bringt. Und ich würde dann noch glatt sagen, ich spiele dann nochmal C4. Schnelligkeit ist immer gut. Und dann als nächstes, au, kacke, stimmt. Wir können ja Quelle und Casey nicht beschwören. Blöd. Dann würde ich einfach sagen, tiefes Gebet auf Mia. Und dann beten wir mal mit, dass Ivan nicht am Arsch ist. Wenn nicht, dann werde ich einfach in der nächsten Runde entweder Quarz spielen oder ein Lebenswasser. Wir haben ja mehr als genug davon. So, 421 Schaden. Kraft ist gestiegen. Und, ah, ich hab's geahnt. Ivan ist wieder down. Das ist scheiße. Aber wir können das. So, Kirin wurde beschworen. 203 Schaden. Feuerkraft ist gestiegen. Kacke. Na gut. Sturmechse kann wieder klar sehen. Dann als nächstes Quarz. Ivan wiederbeleben. Garrett, du... Was machst du? Was machst du? Ich würde sagen, für den Notfall verteidigst du dich mal. Mia, oh kacke, was machen wir mit dir? Ja, tiefes Gebet auf Garrett. Gut. Ivan wurde wiederbelebt, das ist sehr gut. Aber Isaac ist fast down, das ist schlecht. Aber gut, der Gegner greift nicht an. Ach doch, er greift an. Scheiße, und Ivan ist schon wieder tot. Och, Menno. Kann ich eigentlich überhaupt was... Na gut, dann wie folgt. Ah, stimmt, weil... Ja, ich beschwöre da mal Quarz. Trägt Garrett eigentlich ein Lebenswasser? Nee, tut er nicht. Was machen wir denn dann? Was machen wir denn dann? Ja, dann soll Garrett... Was machst du denn? Ja, ich werde mal versuchen, den Gegner zu trüben. Und Mia, was machst du, Mia? Ich werde mal Wunsch machen, damit nicht noch einer stirbt. Ich denke, das ist die beste Variante, die wir machen können. Dann nächste Runde heim wie Ivan. Wir müssen jetzt erstmal stillhalten. Gut, die Verteidigung und so weiter normalisieren sich wieder. Das ist schlecht. So, als allererstes Quarz. Dann, Garrett, du greifst an. Mia, du machst ein Gebet auf Isaac. Gut, Ivan steht wieder. So, yes, Ivan ist ausgewichen, das ist sehr gut. Na toll, aber weil die Sturmechse zweimal angreifen kann am Arsch.
Gut, Widerstand hat sich normalisiert. Dann machen wir jetzt Folgendes. Da Isaac ein bisschen schneller als Mia ist, heilst du Ivan. Du greifst an. Ivan, du wirst... ja, es wird nicht viel bringen, aber ich denke, eine Level 4-Beschwörung wird es doch bringen. Und ansonsten, Mia, du heilst dich mal selbst. Ich denke, damit kommen wir ganz gut klar. Ja, wir haben uns wieder gut erholt. Und wow. Das ist Level 4. Tor. Nett. Sieht gut aus. 352 Schaden ist halt nicht sehr effektiv. Aber wir haben unsere Kraft erhöht. Das bedeutet, wir kriegen, glaube ich, ein bisschen was hin, wenn wir jetzt... Sofern Ivan nicht schon wieder verreckt. Toll. Toll. Absolut großartig. So, mir reicht's. Ich will nicht abwarten. Ich belebe Ivan jetzt schon wieder. Garrett greift an. Mia, tiefes Gebet. Und, oh! Ach, mit Lebenswasser belebt er sich voll. Das ist natürlich um einiges besser. Ja, die einzigen, die jetzt noch irgendwie angeschlagen sind, sind Isaac und Garrett. Aber wir sind jetzt wieder in einer Position, wo wir wieder direkt angreifen können. Und das ist dann ganz gut. Allerdings zuallererst Granit einsetzen. Dann würde ich glatt sagen, Corona auch gleich, damit wir einen doppelten Verteidigungsboost haben. Ivan, was machst du denn? Ja, du bist so ziemlich, was die Djinns angeht, am Arsch. Deswegen würde ich dann glatt sagen, du benutzt mal einen Sturmblitz und wir hoffen einfach mal, dass das alles klappt. Und Mia, du machst mal einen Wunsch auf alle. Damit du gegebenenfalls auch einen Schaden heilen kannst. Und da Isaac und Garrett angeschlagen sind, können die das gebrauchen, wenn sie geheilt werden. Gut. Ja, läuft gut. So. Noch mehr Verteidigung. Das läuft doch ganz gut. Gut, dann als nächstes. Strato, um den Gegner eine Runde zu binden. Dann würde ich sagen, du verbündest dich wieder mit Fieber. Du hast dein Bündnis, du greifst an. Und du wirst nochmal eine Runde Wunsch machen. Nur für den Fall, dass irgendwas schief geht. Gut, wir haben den Gefrierbrand, das ist sehr gut. Er ist immer noch gefesselt, das ist auch gut. Und ja, Flügelstreich, das ist nicht so gut. Das heißt, Mia muss nächste Runde schon wieder heilen. Gut, der Widerstand hat sich normalisiert. Dann würde ich sagen, als nächstes spiele ich Kiesel. Du greifst an. Du greifst an. Mia, Wunschquelle. Stärkere Heilung wird, glaube ich, gut sein. 109, er steht immer noch. Das ist schlecht. Dann würde ich glatt sagen, da ich jetzt mit Isaac alle Djinns aufgebraucht habe, werde ich sogar die Level 4 Beschwörung mit Isaac einsetzen. Werde ich brauchen können. Dann Angriff. Ach nee, Moment, ich wollte ja... Ja, ich wollte ja Gericht einsetzen. Macht der Apokalypse. Klingt gut. Klingt nach etwas, das wir gebrauchen können für diesen Kampf. So. Und als nächstes Wunschquelle. Und der Rest greift einfach normal ein, wenn der Gegner noch nicht abgekackt ist. So. Und, ja. Oh. Was zum Henker? Ja, 930 Schaden. Das hätten wir mal von Anfang an machen sollen. Na gut. Was ist denn? Cosma ist nirgends zu finden. Ich frage mich, was geschehen ist. Sollen wir die Wüste nochmal durchsuchen oder zusehen, dass wir nach La Livero kommen? Was meinst du, Isaac? Oh, der Sand in meiner Lunge brennt. Sollen wir weitermachen? Ah, ich glaube doch. Ah ja, ich habe eure Widersacher vergessen. Unser Wachposten liegt vor uns. Wir können Cosma den Wachen am Tor überlassen.
Vielleicht sollten wir dann zuerst dorthin. Ja, das ist eine gute Idee. Okay, wenn hier natürlich ein Wachposten in der Nähe ist, dann gehen wir da hin, heilen uns und dann suchen wir nach Cosma. Wo ist denn dieser Wachposten? Hm? Wieso höre ich die ganze Zeit dieses Geräusch? Ah, schon wieder Fettbäuche, toll. Und wow, die wollen sich an... die überraschen uns und greifen nicht an, die schützen sich. Wir müssen ihre fetten Schwabbelärsche schützen. Toll. Mia ist fast tot. Dann tiefes Gebiet. Deswegen sage ich ja, es ist so wichtig, dass wir zum Heilen gehen. Damit wir gegebenenfalls, wenn wir dann wieder in die Wüste gehen, alles gut machen. Ich sehe hier jetzt aber erstmal nur eine Höhle. Und dann Suhala-Tor. Das sieht aber nicht nach einem Wachposten aus. Oder ist der am Suhala-Tor? Ich schau mal nach. Nur für den Fall der Fälle. Das sieht nach etwas aus, das wir lieber im nächsten Part machen. Ich denke, ihr stimmt mir dazu. Ich meine, fast 26 Minuten. Und das sieht nach einem längeren Story-Abschnitt aus, bei dem Iodem wieder mit seinen Soldaten redet. Von daher, nehmt's mir nicht krumm. Wir machen das im nächsten Part. Bis dann, Leute. Bye, bye.